Unser heutiger Studiogast kennt den Hamburger Amateurfußball noch als Spieler. Mittlerweile ist er Trainer. Seine erste Station, Teutonia 05. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk Haris Tahirovic. Hallo Haris, herzlich willkommen bei Elbkick TV. Vielen Dank. Und natürlich auch herzlich willkommen im Haifischbecken Trainergeschäft. Du bist mittlerweile Trainer. Deine erste Station an der Kreuzkirche bei Teutonia 05. Wie gefällt es dir? Ein super Start gehabt. Im Pokal sind wir weitergekommen. Im Viertelfinale spielen wir jetzt gegen den FC Elmshorn. Und gegen SV Blankenese in 2-2 auswärts. Leider eine Heimniederlage gegen Alstertal Langhorn. Aber das Trainergeschäft macht Spaß. Ja, für die Zuschauer, die es nicht wissen, Haris Tahirovic, früher im Hamburger Amateurfußball als Spieler unterwegs gewesen, seit Winter, jetzt beim Landesligisten Teutonia 05. Was ist das so ein Gefühl, wenn man draußen an der Linie steht und selber nicht mehr eingreifen kann ins Spiel? Ja, es kribbelt natürlich extrem auch und man will auch der Mannschaft helfen und man ist auch irgendwo noch ein bisschen Spieler und auch man versucht jetzt auch rüber zu wechseln, die ganzen Gedanken. Als Trainer, das Spiel als Trainer zu sehen, es ist nicht einfach, der Wechsel, aber langsam komme ich da auch rein und lerne auch noch vieles dazu und es wird immer besser. Mittlerweile siehst du vielleicht auch andere Dinge, oder manche Dinge anders, die man früher als Spieler nicht verstanden hat? Ja, natürlich. Also man fragte sich immer, was versucht der Trainer einem zu vermitteln? Warum, was soll das denn bringen, das schnelle Spiel? Warum soll ich den Ball schneller abspielen, wenn ich doch mal zwei austanzen kann? Aber wie gesagt, jetzt, wenn man als Trainer genauer hinsieht, weiß man schon, warum man das hätte machen sollen. Ja, das werden die ein oder anderen sicherlich auch nochmal früher oder später merken, wenn sie dann als Spieler dann den Posten als Trainer einnehmen. Du bist jetzt genau wie alt? Ich bin 31. Eigentlich könnte man noch Fußball spielen mit 31. Könntest du theoretisch noch spielen oder sagt der Körper, nee, es geht nicht? Definitiv, ich könnte noch Fußball spielen. Ich trainiere mal auch mit der Mannschaft mal mit und habe auch noch Spaß natürlich dran. Aber ich wollte versuchen, möchte meine Philosophie gerne vermitteln. Deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Ich habe es nicht ganz geschafft bis in den Profibereich, in die Bundesliga und ich dachte mir halt, okay, dann versuchst du es mal als Trainer, bevor du noch ein paar Jahre vergeudest. Ja, und wenn du von Philosophie sprichst, Haris, dann wollen wir die Philosophie von dir als Trainer auch wissen. Wie tickt Haris Tahirovic als Trainer? Ist er so der Felix Magath, der Schleifer oder dann doch mehr der Taktikfuchs und der viel Wert auf Technik legt? Ja, genau. Ich bin eher der Taktikfuchs, der viel Wert auf Technik legt. So als Spieler war ich früher ein Techniker, in Italien sehr viel von Taktik mitbekommen und das ist mir auch im Blut geblieben. Und da liegt auch meine Orientation dran und versuche dementsprechend auch viel mit der Mannschaft in diesem Bereich zu arbeiten. Das heißt also keine Läufe bei Teutonia 05 in der Vorbereitung? Doch, ab und zu müssen es auch Läufe sein, aber meine Einstellung ist, dass man über das Spiel alleine, das Spielerische im Training, viele Spielchen auch das holst, was du auch fürs Spiel brauchst. Da braucht man nicht nur Diagonalläufe, so wie man das vielleicht bei den von Herrn Magath kennt. Aber viel spielerische und weniger Diagonalläufe. Ja, also kein Felix Magath, keine Felix Magath-Magie an der Kreuzkirche, dafür deinen ganz eigenen Stil. Du hast gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, die Fußballkarriere, die ja auch teilweise sehr interessant war, denn der Kollege Haris Tahirovic hat nämlich eine Auslandsstation vorzuweisen. Erzähl doch mal, du hast in Hamburg in der Oberliga gespielt. Wie war denn so dein Weg, um das kurz zu umfassen? Genau, ich habe in der Oberliga gespielt beim Eimsbütteler TV und beim SC Concordia. Und dann bin ich nach Ungarn gegangen in die erste Liga, hatte dort ein Probetraining, war alles ganz gut. Und welcher Club war das? Das war der FC Balaton. Hatte dann einen Jahresvertrag gekriegt und bin da auch bosnischer U21 Nationalspieler geworden. Und von da aus ging es dann nach Italien. Und das war ein sehr gutes Erlebnis und sehr viel mitgenommen von da, an Erfahrungen auch und als Spieler sehr, sehr weiterentwickelt. Und ich vermisse schon die Zeit. Was waren denn die Gründe deiner Meinung nach, warum du damals in deiner Spielerkarriere den Weg ganz nach oben nicht geschafft hast? Ja, mein Körper hat nicht wirklich so mitgespielt. Ich hatte recht viele Verletzungen, wo ich auch immer wieder häufiger rausgekommen bin. Bin nicht richtig fit geworden. Und man wird ja nicht jünger, man wird ja älter. Und Körper hat da nicht mehr mitgespielt. Und deswegen bin ich dann nach Italien bin ich dann zum SV Sandhausen gewechselt. In die Oberliga und seitdem ging es auch nicht mehr wirklich viel höher. Ich meine, Devise ist, wenn du einmal halt entsprechend in dem Alter runtergegangen bist in der Oberliga, dann kommt man auch schwer wieder hoch.
Aber die Fußballschuhe könntest du theoretisch noch schnüren. Deswegen müssen wir die Frage natürlich stellen, liebe Zuschauer. Wo ist dein Pass und wann wirst du möglicherweise dein Comeback geben? Mein Pass ist bei Teutonia. Wir haben ihn beantragt und ich bin spielberechtigt. Aber ich denke nicht, dass ich spielen werde, weil ich finde, wenn ein Spielertrainer sich versucht, dann kann er auch der Mannschaft etwas schwer vermitteln, weil ich würde ja auch Fehler machen. Und dann, wenn ich versuche, meine Philosophie zu vermitteln und dort selber Fehler mache, dann kommt das auch bei der Mannschaft nicht gut an. Und dann denkt sie sich, ja, wenn der Trainer Fehler machen kann, dann kann ich das auch machen. Und es ist schwer vermittelbar. Ja, ein sehr sensibles Thema, aber sehr weise die Worte von unserem Studiogast Haris Tahirovic. Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich ein Problem, wenn man Spielertrainer ist, dann in Ruhe etwas zu vermitteln. Und man kennt ja auch viele Beispiele im Hamburger Amateurfußball, wo es dann da Probleme gab. Trotzdem die Frage, viel Training, Fitness, das heißt, wie häufig trainiert ihr genau, damit du auch diese Fitness deinen Spielern beibringen kannst? Wir trainieren zweimal die Woche. So war das von Saisonbeginn an. Reicht dir das? Mir reicht es nicht. Ich mache noch zusätzlich zwei Einheiten auf freiwillige Basis. Wenn jemand Zeit hat und von der Arbeit nicht verpflichtet ist, kann zum Training kommen. Es ist keine Pflicht. Zweimal ist Pflicht und noch, die Jungs haben dann noch zweimal zusätzlich die Option. Und natürlich in so einer Liga ist Fitness auch das A und O. Und mit einer gewissen Fitness kannst du dann auch in der Liga auch jeden schlagen. Also freiwilliges Training bei Teutonia 05, möglicherweise für den Klassenerhalt. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, über den Abstiegskampf. Aber ganz wichtig natürlich auch die Frage, wie groß steht da bei dir Spaß im Vordergrund? Es ist ja Amateurfußball. Ja, natürlich. Selbstverständlich Spaß und Disziplin sind das A und O. Die Jungs müssen Spaß haben, weil ohne Spaß kannst du auch gewisse Sachen nicht umsetzen. Und Spaß steht an erster Stelle. Ja, an erster Stelle steht Spaß und auch bei einem Internetphänomen, was es zurzeit gibt. Liebe Zuschauer, der Harlem Shake, der wird auch von einigen Vereinen im Hamburger Amateurfußball nachgemacht. Beste Beispiele sind da die ersten B-Mädchen vom Farmsinner TV oder auch der Oberligist 4 und Marschlande, die uns da ja ein paar nette Videos von dem Harlem Shake eingereicht haben. Also, wenn ihr die Idee gut findet und das mit eurer Mannschaft auch machen wollt, schickt uns das gerne zu, entweder über unseren Facebook-Account oder an redaktion@elbkick.tv. Wir werden das natürlich ins Programm nehmen und werden uns dann da zusammen mit unserem Gast auch darüber freuen. Wenn die Jungs sagen, Trainer, wir wollen den Harlem Shake machen, was sagst du? Selbstverständlich, da bin ich sogar dabei. Wunderbar, also haben wir das geklärt. Der Trainer Haris Tahirovic wird dann dabei sein, wenn die Jungs das machen wollen. Möglicherweise auch dann, wenn der Abstiegskampf gewonnen ist, dann kann man einen Harlem Shake vielleicht ja über ein ganzes Wochenende machen. Das wird sicherlich so sein. Ja, wir wollen auf die Tabelle gucken, beziehungsweise über die Tabelle sprechen. Ja. Rang 14, das ist Abstiegskampf pur. Dazu kommt, der SV Lied ist auf Rang 15, hat mal 4 Spiele weniger, allerdings nur ein Zähler weniger als ihr auf dem Konto. Das spricht nicht unbedingt für euch. Was stimmt dich positiv? Die Mannschaft, die hat großes Potenzial und die haben spielerische Qualitäten. Sehr viele starke Spieler, die mit dem Ball umgehen können. Zusätzlich auch viele Kämpfer in der Truppe, das verbindet das eine mit dem anderen und noch mit einem taktischen Konzept, das ich jetzt mit reingebracht habe, wo die Jungs auch wissen, was sie zu tun haben, was ihre Aufgaben sind, gewisse Automatismen, viel Pressing gegen den Ball und natürlich auch der Spaß, der wieder zurückgekehrt ist, stimmt mich positiv und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir nicht absteigen werden. Ja, das ist eine klare Aussage. Zu 100% sicher ist der Cheftrainer von Teutonia 05, dass ihr die Klasse erhaltet. Aber ihr habt ja noch ein kleines Leckerli, das hast du eben schon mal angesprochen, nämlich den OZ-Pokal. Und da spielt ihr gegen den FC Elmshorn, aktuell Erster der Oberliga. Ein nettes Duell, Karfreitag auf Grand, eigentlich dafür geschaffen, um eine Sensation herbeizuführen. Natürlich. Auch nur ein Oberliga-Verein, sage ich mal so, stehen an der Spitze, haben gerade einen Lauf, aber kein FC Barcelona oder kein Bayern München, der an die Kreuze kommt. Und zu Hause können wir jeden schlagen. Die müssen erstmal ja, den Grand fressen um 10.45 Uhr. Und ja, wird ein attraktives Spiel, denn wir haben sicherlich auch was zu bieten. Und sie werden, glaube ich, recht überrascht sein. Ja, Grand fressen, das ist ja eine kleine Kampfansage hier bei uns auf der Couch. Da freuen wir uns sicherlich alle draus. Wenn du dich entscheiden dürftest,
OZ-Pokalgewinn oder den Nicht-Abstieg sichern? Was wäre dein Ziel? Natürlich der Nicht-Abstieg, ganz klar. Aber als kleines Leckerli, wie du schon angesprochen hast, natürlich auch den OZ-Pokal. Ja, diplomatisch gerettet hat er sich, der Trainer. Also das spricht für dich. Du weißt, was man als Priorität zumindest nach vorne, nach außen hin verkaufen muss. Du hast gerade gesagt, du hast deine Karriere als Spieler aufgegeben, aber du hast als Trainer gewisse Ambitionen. Wie sieht das bei dir aus? Was hast du für Trainerscheine oder woran arbeitest du gerade? Ich habe meinen B-Schein gemacht, meinen UEFA-B-Schein in Bosnien fertig gemacht letztes Jahr. Und bin jetzt dabei, meinen A-Schein zu machen, den ich denke nächstes Jahr anpeilen werde, weil ich brauche ein Jahr eine Beschäftigung als Trainer sozusagen. Und dann darf ich erst den A-Schein beginnen und das wird im nächsten Jahr dann so sein. Ja, also den A-Schein, möglicherweise den Nicht-Abstieg und den OZ-Pokal, dann hätten wir, glaube ich, ein Trio Infernale hier bei Haris Tahirovic. Das wäre natürlich das Optimum. Aber sprechen wir noch mal so ein bisschen über die Trainerlaufbahn. Was wäre für dich optimal? Träumst du da auch von einer Profikarriere? Ja, selbstverständlich. Es ist ein großer Traum von mir, genauso wie ich Profifußballer werden wollte, beziehungsweise Bundesliga spielen wollte, ist es natürlich auch ein Traum von mir, irgendwann vielleicht mal in der Bundesliga Luft zu schnuppern als Trainer. Aber das ist ein weiter Weg, darüber denke ich erstmal noch nicht. Priorität ist wirklich erstmal der Nichtabstieg und erstmal Fuß zu fassen im Amateurfußball. Und dann, ja, dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann vielleicht mal auch in der Bundesliga. Ja, das ist natürlich ein großer, weiter Weg, aber wir hoffen natürlich, dass es funktioniert vom Grand in die Bundesliga. Warum sollte der Weg nicht klappen? Du bist jetzt ja immerhin schon in der Landesliga tätig, das ist ja schon mal ein kleiner Weg. Einige, die es vielleicht nicht wissen, liebe Zuschauer, bei Haris in der Mannschaft spielt der Sohn von Sergej Barbaris. Deswegen müssen wir dich fragen, wie gut ist der Junge? Er ist ein enormes Talent. Er hat wirklich wirklich großes Potenzial und er muss viel arbeiten und ich bin mir dann sicher, wenn er das umsetzt, was ich von ihm möchte, beziehungsweise er weiß das selber, dann kann er vielleicht in Papas Fußstapfen sogar irgendwann mal treten. Ja, das werden wir natürlich alle ganz gespannt verfolgen bei Elbkick TV, werden hautnah dabei sein, auf jeden Fall auch beim Pokalspiel. Und ich bin da mal wirklich gespannt, was ihr dann da auf dem Grand so alles abliefern werdet. Wir wollen natürlich auch über deine private Seite sprechen. Was gibt es da zu erzählen? Ich habe mir sagen lassen, du hast etwas ganz Großes, Besonderes gefeiert. Ja, und ich habe geheiratet vor 2 Wochen. Glückwunsch an dieser Stelle natürlich. Vielen, vielen Dank. Und wir erwarten ein Kind. Es wird ein Junge. Ja, ein Fußballtalent möglicherweise. Sicherlich. Irgendwann mal ein Spieler, der mal bei Eintracht Frankfurt vielleicht spielt. Ja, möglicherweise. Große Feier, große Sause gehabt oder war das dann doch eher im kleinen Rahmen? Nee, das war eher im kleinen Rahmen und circa 30 Personen, nur Familie und ein, zwei Freunde noch von der jeweiligen Seite. Haben wir doch ein bisschen länger die Korken knallen lassen. Ja, das gehört sich auch, wenn man heiratet, das ist genau richtig. Also wir wissen, Haris Tahirovic ist ein Trainerfuchs. Er hat gerade geheiratet, erwartet den größten neuen Star im Hamburger Amateurfußball, also deinen Sohn. Aber was machst du beruflich? Das wissen wir noch nicht. Ich arbeite bei Adidas. Ich bin dort Produkttrainer und Verkäufer in der Mönckebergstraße. Und ja, es macht mir Spaß. Sport, Leidenschaft, Adidas, Fußball lässt sich sehr gut verbinden. Ja, ich merke schon, unser Studiogast ist komplett auf das Thema Fußball gerichtet. So soll es auch sein. Fußballverrückte mögen wir, deswegen sitzt du ja auch bei uns auf der Couch. Ja, ich bedanke mich vielmals für deinen Besuch. Das war echt interessant und ich hoffe, dass ihr wenigstens eins der 3 Sachen, die du vorhin genannt hast, schafft. Also entweder den Klassenerhalt, möglicherweise die große Pokalsensation. Aber eins ist, glaube ich, das Wichtigste, dass dein Kind erstmal gesund zur Welt kommt und dann möglicherweise auch auf dem Grand bei euch dann in Papas Fußstapfen tritt. Denn ein bisschen kicken konntest du ja auch wenn es mittlerweile deine aktive Karriere vorbei ist. Haris Tahirovic, vielen Dank. Ich habe zu danken. Aber natürlich, liebe Zuschauer, das habe ich nicht vergessen. Wer bei uns ist, der kriegt ein kleines Geschenk. Und da wir natürlich online immer für euch da sind, gibt es auch das Mauspad von Elbkick TV. Haris, spätestens deinem Sohn kannst du das beibringen, wie man ins Internet geht. Aber dieses Video kannst du natürlich auch ganz entspannt angucken. Ich danke dir. Vielen Dank. Ja, das war Haris Tahirovic, der als Trainer möglicherweise von einer Profikarriere träumt, aber erstmal den Nichtabstieg perfekt machen will. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.